Gut, was haben wir hier? Dieses Gemälde zeigt eine Reihe von Kriegern, die auf den Mauern von Trutzbucht stehen und vorübersiegende Endierschiffe beobachten. Gut, Speisesaal. Im Speisesaal gibt's nichts. Ah, we just don't have the manpower. So, das ist Cliver. Haftverordnung. Diese Verordnung verfügt über die Verhaftung von Aeron, dessen kürzliche Taten zum Tod eines Schmelztiegelritters geführt haben. Sie bitten darum, sämtliche Informationen Justiziar Altmar zu übermitteln. Unterschrieben ist die Verordnung mit Kommandant Cliver. Neue Aufgabe. Unerwünscht. Die Schmelztiegelritter fordern die Verhaftung eines Orleaners namens Aeron. Auf dem Karak konnte er sich ihnen bisher entziehen, doch die Ritter jagen weiter nach ihm. Die Haftverordnung, die ich gefunden habe, ist neueren Datums. Aeron kann nicht weit gereist sein und es ist unwahrscheinlich, dass er an den Wachen an den Turm vorbeigelangt ist. Ich sollte in der Stadt nach ihm suchen. Ja, den finde ich in der Kanalisation auch wieder. Wie viele andere Dinge. Refugees from every corner of the Deerwood. The dozens getting them all riled up about animancy. At this rate, we'll need twice the soldiers to patrol Defiance Bay. Yes? Can I help you with something? Kommandant Cliver steht vor einem massiven Tisch und studiert eine Karte. Er runzelt die Stirn mit grimmigem Gesichtsausdruck. Flüchtlinge aus allen Ecken des Dürrwalds. Die Dutzenden sorgen mit ihrer Beseelung für viel Aufruhr. Ich glaube eher, dass sie Aufruhr wegen der Beseelung haben. Bei diesem Tempo werden wir doppelt so viele Soldaten in Trutzbucht auf Patrouille schicken müssen. Er öffnet den Mund, um einen seiner Männer was zu sagen, folgt jedoch dem Blick des Soldaten über die Schulter zu dir. Ja, kann ich dir irgendwie helfen? Du hast das Kommando über die Schmelztiegelritter? Hier in Trutzbucht. Der Hochrichter stellt die Führung unseres Ordens dar. Er befindet sich derzeit jedoch auf Burg Flottenbrecher. Meine Aufgabe besteht darin, unsere Streitkräfte in Trutzbucht zu beaufsichtigen und die Ordnung für den Duck aufrechtzuerhalten. Gibt es sonst noch etwas, was ich für dich tun kann? Warum hast du nicht genügend Soldaten? Fleetbreaker Castle. The High Justice has summoned almost half of my novitiates and more of my justiciars to a keep on the other side of New Haomar. It's not for me to question the High Justice's orders, but it's left us short-handed. And mark me, we're just a couple sparks away from anarchy. Eine Sekunde lang scheint es, als würde er nichts sagen. Er gibt seine Entschlossenheit jedoch mit einem Seufzen auf. Burg Flottenbrecher. Der Hochrichter hat fast die Hälfte meiner Novizen und noch mehr meiner Justiziare zu einer Burg auf der anderen Seite von Neu-Heomar bestellt. In seinen Augen flackert Frust auf. Es ist nicht meine Aufgabe, den Befehl des Hohen Gerichts in Frage zu stellen. Doch aus diesem Grund mangelt es uns an Personal. Und wir sind nur ein paar Funken entfernt von der Anarchie. Das ist schade. Kann ich irgendwie helfen? Ich weiß mit mir umzugehen. Kannst du bei so vielen Neuankömmlingen nicht einfach weitere Soldaten anwerben? Weitere Rekruten bedeuten gleichzeitig mehr Ausbildung, was mehr Zeit von meinen erfahrenen Soldaten erfordert, die ich nicht habe. Er dreht sich halb weg. Egal, ich kann mir nicht vorstellen, wieso dich das interessieren sollte. Doch wenn du die Zeit hast, mich darüber auszufragen, dann hast du vielleicht auch die Zeit, etwas Konstruktives zu tun. Schmiedmeister Dunstan arbeitet mit einer Beseelungsgelehrten zusammen, um etwas zu bauen, das wir als Schmiederitter bezeichnen. Krieger, die durch unsere Straßen patrouillieren können, ohne unter Müdigkeit, Ungehorsam oder Angst zu leiden. Einige Provokateure bewerfen sie mit Steinen. Wir müssen uns aber keine Sorge machen, dass es uns entgleitet. Er hat die Rüstung gebaut. Wir brauchen jedoch die Forschungsunterlagen der Gelehrten. Leider war sie die letzten Male nicht anwesend, als meine Novizen nachsahen. Biana lebt mit dem Rest des der Schreiber draußen den Kupferweg. Ich kann derzeit jedoch keine Soldaten entbehren. Begib dich zum Schreiberschlafsaal und versuche sie zu finden. Wenn du die Forschungsunterlagen findest, bring sie einfach zu Dunstan. Das ist ja sowieso sein Fachgebiet. Sobald du ihm die Forschungsunterlagen gebracht hast, kann er dir jegliche Waffe oder Rüstung verkaufen, wenn du Bedarf hast. Er schmiedet und repariert all unsere Ausrüstung. Du wirst keinen fähigeren Schmied in Trutzbucht finden.
Erzähl mir über die Ritter des Schmelztiegels. Er verschränkt die Arme hinter dem Rücken. Wir sind in der Tat die einzige Berufsarmee in Trutzbucht oder im Dürrwald. Wir verteidigten die Stadt zur Zeit von Hadrit. Seitdem haben wir unsere Ausbildung verbessert. Doch die Dunrit-Straße kann bestätigen, dass viele unserer Offiziere aus guter Dürrwälder Kampfschule stammen. Wir sind nur dafür verantwortlich, durch die Stadt zu patrouillieren und für Frieden zu sorgen. Bei so vielen Flüchtlingen, die vom Land in die Stadt strömen, ist das wichtiger denn je. Leider haben wir uns damit Feinde gemacht, vor allem unter den Dutzenden und einigen der eher unternehmerischen Familien in Trutzbucht. Was haben denn die Dutzenden gegen euch? Er schnaubt. Das sind die Demagogen und Unruhestifter. Sie vergessen, dass Trutzbucht eine der größten Städte der Welt ist und nicht irgendein Außenposten an der Grenze. Die meisten von ihnen sind Söldner an guten Tagen und den Rest der Zeit Straßenschläger. Ich muss nicht erwähnen, dass sie keinen Nerv für Gesetz und Ordnung haben. Erzähl mir von diesen unternehmerischen Familien. Insbesondere das Haus Domenel. Sie sind eine der ältesten und edelsten Familien der Stadt und ihre größte kriminelle Organisation. Ihr Patriarch Getmar versuchte, einen Vorteil aus dem Aufruhr zu erzielen, zu ziehen, um seine Geschäfte anzukurbeln. Wir hatten ihn unter Kontrolle, worüber er nicht wirklich erfreut war. Ich verstehe. Gibt es sonst noch etwas, was ich für dich tun kann? Auf Wiedersehen erstmal. Ja, für die Ewigkeit ist hier. Die lange Jagd war Sagani. Stimme aus der Vergangenheit war das in der Kanalisation. Für die Ewigkeit. Kommandant Kleiber von den Schmelztiegeln getan hat einen Plan, um den Mangel an ausgebildeten Soldaten anzugehen. Er hat Schmiedemeister Dunstan gebeten, Schmiederitter zu bauen. Soldaten, die aus Panzerrüstungen gebaut sind. Dunstan hat die Rüstung hergestellt und braucht jetzt nur noch Vianas Forschungsunterlagen, um das Projekt abzuschließen. Kleiber bat mich mit Viana, einer Schülerin der Besiedlung zu treffen. Sie hat Forschungsergebnisse zusammengestellt, die Dunstan dabei helfen sollen, die Schmiederitter fertigzustellen. Kleiber meint, sie lebt im Schlafsaal mit den anderen Schreibern, doch seine Novizen konnten sie neuerdings nicht ausfindig machen. Gut, dann gehen wir mal in die Kaserne. Als nächstes. So, hier sind nur jede Menge verschlossene Truhen. Und da hinten ein Waschzuber. Der Wannenboden ist von einer dicken Schmutzschicht überzogen. Das auf der Wannenseite hängende Handtuch riecht fürchterlich. Ja, hier hat schon lange keiner mehr sauber gemacht. So, das ist Dunstan und sein Novize. An der Wand hängen Zangen, Amboss, Schrotter, Setzhämmer und Abstechwerkzeuge. Sie fühlen sich schwer und robust an. Ihre rußgeschwärzten Oberflächen aber lassen auf häufigen Gebrauch schließen. Flammen züngeln und zischen im Schmiedefeuer und lassen Rauch entstehen, der so heiß wie Drachenatem ist. Die Schmelztiegelritter sind aber nicht immer Soldaten gewesen. Früher nämlich waren wir Schmiede. If this is about the breastplates, I already told Cleaver they won't be repaired till next week. Der Zwerg hasste zwischen einem drückenden heißen Schmiedefeuer und einer Werkbank hin und her. Er wischt sich mit einem muskelbepackten Arm über die Stirn. Wenn es um die Brustplatten geht, dann habe ich Cleaver bereits gesagt, dass sie nicht vor nächster Woche repariert sein werden. Kommandant Kleiber sagte, du arbeitest mit einem Beseeler zusammen, um Schmiederitter zu bauen. So much for his talk of secrecy. Aye, I'm building Cleaver's metal warriors. He says they're what we need to keep order in Defiance Bay, so... Dunstan massiert sich die Schläfen, wobei er Rußflecken im Gesicht hinterlässt. So viel zu seinem Gerede von Geheimhaltung. Aye, ich brauche Kleivers Metallkrieger. Er sagt, dass wir sie brauchen, um die Ordnung in Trutzbucht aufrechtzuerhalten. Also, er zuckt mit den Achseln und schüttelt den Kopf. Stimmst du nicht mit Kleiber überein, was die Schmiederitter angeht? Ich stimme jetzt nahezu in keinem Punkt mit ihm überein und das hier stellt keine Ausnahme dar. Diese Schmiederitter werden unser Problem mit der Mannesstärke nicht lösen.
Er kann es nennen, wie er will. Ritter sind das aber nicht. Man braucht die Nitomax Nase, um den Ärger hier zu riechen. Eine Gruppe, die nicht vereint Seite an Seite stehen kann, wird bald fallen. Er verschränkt die Arme und schaut auf den Boden. Ganz zu schweigen vor dem anderen Problem. Diese Seen, die er gekauft hat, um die Schmiederitter zu beleben. Cliver redet sich selbst ein, dass sie von bereitwilligen Spendern stammen. Er weiß aber es aber besser. Es gibt einen Grund, warum, wieso du Seen über weniger legale Quellen beschaffen musst. Wir sollen die Straße vor diesen Aasfressern säubern und nicht noch Geschäfte mit ihnen machen. Und du brauchst Vianas Forschungsunterlagen, um sie fertigzustellen. Fragen wir erstmal, wie du sie baust. Anzüge aus Rüstung und Seele. Cliver lässt mich jetzt schon seit Monaten ungenutzte Rüstungsstücke reparieren und verstärken, damit wir sie mit der Essenz eines armen Schluggers füllen können. Er wischt sich über die schimmernde Stirn. Solange dieses gelehrte Mädchen ihre Sache richtig macht, wird das Füllen einer Rüstung mit einer Seele nicht so schwer sein. Das ist es aber nicht, was mich beschäftigt. Und du brauchst Vianas Forschungsunterlagen, um sie fertigzustellen? Sie hat eine Methode entwickelt, mit der sie die Seele in die Rüstung überträgt. Der richtige Ablauf des Verfahrens ist dabei von entscheidender Bedeutung. Er hält eine Hand hoch. Wenn man die Seelen zu eng bindet, erhält man etwas wie diese Fleischkonstrukte im Sanatorium. Gerade mal schlau genug, um nicht gegen die Wand zu laufen. Er hebt die andere Hand. Doch wenn man sie zu locker bindet, werden sie zu selbstbewusst für das eigene Wohl. Wahnsinnige Killer in Metallkörpern. Ja, genug von den Schmiederittern. Wenn es nur so wäre. Hast du noch etwas auf dem Herzen? Was tust du hier? I'm a forge master. I'm a master smith for the Crucible Knights. But the way I see it, I'm also keeping up with our old traditions. The first members of our order were smiths. Nowadays, most everyone's a professional soldier. I suppose it's to be expected, but I think it's important we keep up with our roots too. Ich bin ein Schmiedemeister. Ich bin ein Meisterschmied für die Schmelztiegelritter. Doch so wie ich das sehe, halte ich es auch mit unseren alten Traditionen. Die ersten Mitglieder unseres Ordens waren Schmiede. Heutzutage ist fast jeder Berufssoldat. Er wiegt einen Hammer in der Hand. Ich nehme an, das war zu erwarten. Ich denke aber, dass es wichtig ist, auch unsere Wurzeln nicht zu vergessen. Erzähl mir von den Rittern. Wir sind alle Smiths back in Hodrit's Day. Though I'm about the only one here who still gets his hands dirty. We're a fearsome fighting force. Though these days I think Cleaver takes more pride in our parade formations. Zur Zeit von Hadrit waren wir alle Schmiede, obwohl ich der Einzige hier bin, der sich noch immer die Hände schmutzig macht. Er lacht. Wir sind eine furchteinflößende Streitmacht, obwohl Cliver heutzutage wohl stolz auf unsere Paradeformation ist. Er hält sich für einen progressiven Mann, er ist jedoch von Seelenverzweigungen und Verbindungen zu den alten Helden von Dürrwald besessen. Er schnappt sich wieder seinen Hammer. Im Gegensatz zur Dunrit-Straße, die wirklich darüber Bescheid weiß. Auf Wiedersehen. Okay. Penhelm Justiziare. War Penhelm nicht der, von dem wir... Ja. Da werde ich hier mal kurz einen Quicksave machen und mal gucken, was wir mit Penhelm anstellen können. How do you do? Die Rüstung des jungen Novizen ist erst kürzlich poliert worden und seine Haare sind sauber und ordentlich gekämmt. Es ist kaum zu glauben, dass er jemals ein Schlachtfeld gesehen hat, oder? Dass die versehrte, uralte Brustplatte, die er trägt, tatsächlich seine ist. Suchst du etwas Bestimmtes? Also fragen wir erstmal unscheinbar. Erzähl mir von den Rittern des Schmelztiegels. Wir sind die ersten Verteidiger von Trutzbuch. Die Gründer des Ordens waren die ersten, die sich für die Unabhängigkeit Dürrwalds zusammengeschlossen haben. Er winkt mit seiner Hand. Natürlich, und das ist jetzt alte Geschichte. Jetzt sind wir die angesehenste Soldatengemeinschaft im Dürrwald. Es ist eine glorreiche Arbeit. Er rümpft die Nase. Vorausgesetzt, man vergisst die Kaserne. Wie sonst noch etwas? Wie wird man zum Ritter? Wir nehmen nicht einfach jeden auf. Unsere Mitglieder teilen das Seelenerbe mit eben den Männern und Frauen, die dieses Land von vor anderthalb Jahrhunderten verteidigten. Er verlagert sein Gewicht und hustet. Wie auch immer, Kommandant Cliver ist für die Aufnahme verantwortlich, doch er nimmt Fremde nur selten auf. Kommt dir der Name Osric bekannt vor? Er schnüffelt. Wenn du auch nur ein wenig Selbstachtung hast, dann solltest du nicht mit ihm zusammenarbeiten. Oder mit irgendeinem seiner Freunde in der Expeditionshalle, was das betrifft. Schuft und Verbrecher allesamt.
Was hat es mit euch beiden auf sich? Osric hat schon immer etwas kontroverse Ansichten geteilt, doch meistens wurde über sie hinweggesehen, da seine Familie so eine ausgiebige Geschichte im Dienst der Schmelztiegelritter aufweist. Er runzelt die Stirn und verschränkt die Arme. Diesmal ist er zu weit gegangen. Er war dreist genug zu behaupten, dass wir uns so weit von unseren Wurzeln entfernt hätten, dass einige unserer Offiziere begannen, dem ätherischen Adel zu ähneln. Er reibt mit seinem seinen Taschentuch eine Stelle auf seiner Armschiene. Ich wollte, dass wir alle grob gewebtes Garn tragen und mit Schmiedehämmern kämpfen. Ich habe lediglich seine Aussage gemeldet.